Weiter geht's mit Mario Kart Arcade GP. Diesmal spiele ich mit Pac-Man, weil ich im letzten Part ja sein Upgrade freigeschaltet habe. Und das ist auch ganz praktisch im Pac-Man Cup mal Pac-Man zu nehmen. Und ja. Sehr schöne Strecke. Es sieht halt wirklich gut aus, eigentlich, das Spiel. Dafür, dass es halt mehr oder weniger ein GameCube-Spiel ist. Aber das kann man halt alles mit Hilfe von Emulatoren erreichen. Das ist schon ganz cool. Vor allem, weil ich dieses Spiel überhaupt erst dadurch spielen kann. Aber irgendwie... Hä, wo ist Luigi hin? Der ist gerade einfach verschwunden. Was zur Hölle? Was ist gerade passiert? Da vorne war Luigi und auf einmal ist er verschwunden. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Sichtweiten-Bug war, aber eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also was heißt Bug? Es ist halt so geplant, aber... Daneben war halt noch ein anderer Charakter und den habe ich ja auch noch gesehen. Seltsam. Oder er hat ein Item gehabt. Ja, das ist wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich am wahrscheinlichsten. Aber ich bin Sechster? Okay, jetzt Vierter, aber trotzdem, es läuft irgendwie nicht so gut dieses Mal. Was macht sie denn? Einfach stehen bleiben. Und ich will mich nicht beschweren. Ich will mich nicht beschweren. Aber das war's. Das kann ich vergessen. Das habe ich verloren, das Rennen. Jetzt ist Toad schon wieder verschwunden. Das muss irgendein Item sein. Oder es ist wirklich das Spiel irgendwie, irgendein Bug. Ja gut. So, ich schneide dann den Versuch rein, wo ich es geschafft habe. Man hat jetzt toll Pac-Man gesehen. Ich werde jetzt wieder jemand anderen nehmen, mit dem ich besser umgehen kann. Diesmal war es deutlich einfacher. Ja, ich glaube, mit Mamechi habe ich jetzt meinen Charakter gefunden. Es ist jetzt zwar im Endeffekt irrelevant, ob ich jetzt mit Mamechi fahre oder einem anderen, der die gleichen Stats hat. Der Mame-Block. Okay, dann ist bestimmt der Mame-Block. Der Mame-Block. Ja. Pack Labyrinth. Dissinus Virus, Time Bomb und Tag. Das sind meine Items, okay. Das kann ja nur gut werden. Schön, dass nicht mehr so oft hier dieses Price eingeblendet wird. Dann kann ich das schön als Thumbnail verwenden. Diese Streckenübersichten. Muss ich vielleicht teilweise sogar in die späteren Parts gucken und dann für die ersten Parts ein paar Thumbnails zu finden. Ist ja natürlich eine Idee. Ich glaube, das mache ich sogar. Klingt nach einer ziemlich guten Idee. Beziehungsweise muss ich es halt schon fast machen. Weil ich sonst kein schönes Thumbnail hinbekomme. Zack. Und Peach getroffen. Au. Ah.
Ich bin schon besser gefahren. Das gebe ich zu. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die anderen Charaktere langsamer sind bei diesem Port. Also bei dem Portal. Bei diesem Port. Ich glaube, eine Portierung ist was anderes als ein Portal. Hat zwar an sich die gleiche Vorsilbe, aber beziehungsweise den gleichen Wortstamm. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ich finde es auch lustig, dass der Großteil der Aufrufe kommt irgendwie aus Japan. Und das, obwohl ich Deutsch rede. Und extra noch dazu kommt, dass die das Spiel doch in ihren... dass die Spiele doch spielen können. Warum schauen die dann diese Videos an? Das verstehe ich nicht. Es bleibt mir ein Rätsel. Und ich habe leider nicht alle Münzen. Ah, ich mag diese Stelle nicht. Die ist schwer zu fahren. Naja, erste. Also Mamechi ist echt gut. Was bedeutet dieses TMGC? Ich meine, er hat doch gar kein G im Namen. Keiner weiß es. Vielleicht heißt er auf Japanisch anders. Vielleicht aber auch nicht. Oh, ich habe ein Blinky-Item bekommen. Das ist gut. Jetzt kann ich mir sicher sein, dass die Items, die man bekommt, nicht unbedingt vom Charakter, den man gerade fährt, abhängen. Das ist gut. Kann es so sein, dass ich das schon eher hätte herausfinden können, wenn ich drauf geachtet hätte. Da hinten schockelte Pac-Man. Oder? Es war, glaube ich, nicht Pac-Man. Wie nennt man denn diese runden Kreise? Heißen die alle Pac-Man? Ich meine, es gibt auch einen Yoshi und... und der davon heißt auch Yoshi. Ob das so ähnlich ist? Ich habe keine Ahnung. Pech gehabt, Mario. Ich bin schon Erster. Ich komme mit diesem Kart super zurecht. Easy. Da hinten backt wieder ein Computer rum. Wobei, nein, er fährt eigentlich. Das Spiel ist ja auch nicht ganz bugfrei. Habe ich sogar schon bei Teil 1 gemerkt. Und das hier ist Teil 1 plus etwas mit neuem Content. Wenn man es so nimmt. Mehr oder weniger ein DLC. Easy. Zwei Items auf einmal abgewehrt. Jetzt muss man das mal bringen. Easy. Genauso muss man spielen. Aber das war jetzt gerade nicht nett. Das war echt dreist. Und wenn Blinky das jetzt gewinnt, dann muss ich leider meinen Kanal löschen. Vielleicht entscheide ich mich aber auch kurzfristig um, aber muss ich nicht. Habe ich gerade so noch Glück gehabt. Okay, ich hätte es eh nicht gemacht, aber das ist auch direkt optimal.
wenn mein Versprechen nicht gehalten werden muss, weil die mir fällt das Wort nicht ein. Ach, scheiß drauf. Ich will jetzt das Wort wissen. Wie heißt das? Die Anforderung? Nennt man das so? Egal. Oh, ich habe alle Items. Ach, deswegen habe ich vorhin das. Mhm. Ich weiß nur, dass Donkey Kong dieses Tanz-Item hat. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern. Ich muss auf jeden Fall hier den hier nehmen. Das war nicht mit Absicht. Nimm mal den. Nimm einfach den. Ach, Mist. Den wollte ich nicht nehmen. Ich wollte was nehmen, was ich abschießen kann. Und nichts, was ich nach hinten lege. Weil die Items im Großen und Ganzen sinnlos sind. Ja gut, das ist jetzt egal. Ich habe eh schon mein Thumbnail. Daher brauche ich das Licht von genau dieser Kamerafahrt nehmen. Und nicht Erster. Ich habe mich schon gefreut, dass ich direkt Erster bin, aber ich wurde nicht Erster. Da sind meine Träume wohl gerade zerplatzt. Zack und zack. Ah, die Abkürzungen sind echt cool. Ich mag solche Sprungabkürzungen. Ich finde es auch schade, dass in den neueren Mario Kart Teilen es die nicht mehr gibt. Es wäre halt cool, wenn es die Feder bei den normalen Spielen wieder geben würde. Die gab es ja jetzt nur in Teil 1 und in Mario Kart 8 Deluxe, aber halt nur im Battle-Modus. Wahrscheinlich hatten sie Angst, dass das Game dadurch irgendwie Glitches bekommt, deswegen haben sie es gleich weggelassen. Kann ich mir gut vorstellen. Aber für den nächsten Teil vielleicht. Höchstwahrscheinlich aber nicht. Aber sehr cool. Aber vielleicht wird es nicht passieren. Ja. Das ist im Grunde genommen alles nur Spekulation. So, sammle ich jetzt hier gleich die restlichen Münzen ein. Au. Das war nicht nett von der Maus. So, ist das meine schnellste Runde? Ja. Oder? Keine Ahnung. Aber ich glaube. An der Seite wird leider nicht angezeigt, welche Runde jetzt die letzte ist. Aber ich glaube, die ganz oben ist die letzte Runde. Also von oben nach unten dann sozusagen. Au. Wenn ich das jetzt verliere, dann mache ich genau nichts. Außer diese Strecke nochmal fahren zu müssen. Aber ich verliere nicht, von daher ist es irrelevanter, mir darüber Gedanken zu machen. Die haben es immer noch nicht gefixt. Genau wie in Teil 1 fährt er da straight über die Wiese. Und das war's schon mit dem Pac-Man Cup. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. Bin tatsächlich überrascht. Ah, jetzt wird noch hier das. So, mal sehen, ob es diesmal was wird. Letztes Mal bin ich ja, glaube ich, hier ziemlich gefailt. Okay, das war schon mal ganz gut. Das auch. Das auch. Und das auch. Aber jetzt
wird es erst schwierig. Weil da vorne weiß halt hoch und runter geht. Zeig. Und? Komm schon. Easy, perfekt, geschafft. Ich bin zwar einmal gegen die Wand gefahren, aber das zählt nicht. Bam, 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 bam. Easy. So, was gibt's für die Coins? Ach, ein neues Power-Up. Hab ich jetzt alle? Ach, ich krieg direkt zwei aus. Ich krieg noch den Knoblauch. Als Item. Wer auch immer sich das ausgedacht hat. So, und das war's dann mit diesem Part und bis zum nächsten. Ja, Part halt. Ja. Tschüss.